Hallo Freunde und herzlich willkommen zurück zu Captain of Industries. Ja, wir sind hier schön am Basteln und ich glaube, wir haben mittlerweile wieder Sandablagerungsprobleme, weil sie alles zugeballert haben, was nur geht. Oder wir tun jetzt hier mal ihnen schnell die Info geben, dass sie da bitte zukippen sollen. Dann sollte das kein Problem werden. Wie schaut es mit unserer Kupfermine aus? Wie upgraded sind denn die LKWs, die dazugehören? Ich frage mich gerade eher, wo die LKWs sind. Oh, warte mal. Wir haben uns durchgebaggert. Deswegen, ah. Aber ihr beide kriegt auch das Recht, geupgradet zu werden. Dann ist es die erste vollständig geupgradete Mine, würde ich sagen. Mal schnell liefern, weil ich glaube, wir haben noch keinen Stahlzugriff aktuell. Ich glaube, wir pausieren jetzt mal ihn hier. Dann haben wir genug Leute für die Anlage jetzt. Und wir können die ersten Teile abreißen, um die neue Zufuhr zu erstellen, beziehungsweise den neuen Anschluss herzurichten. Den reißen wir jetzt ab. Zack. Alle Anschlüsse weg. Dann sind wir in Kürze ganz gut dran. Wir müssen jetzt halt hier nochmal kurz dieses Kabel umändern. Das werden sie jetzt nicht allzu cool finden gerade. Aber solange wir hier ein bisschen vorankommen, wird das kein Problem werden. Weil die Anlage eh relativ flott ist. Und jetzt können wir schon die nächste Anlage hinsetzen. Bedeutet, wir gehen hier wieder auf Blockpause. Season 2 Eisenschmelzmodul. Gut. Dann kommt hier ein flaches Förderband. Ein U-förmiges Förderband. Oh, hier vorne war auch noch ein paar U-förmige. Okay, hier hat man es ein bisschen. Perfekt. Ich wollte eigentlich auch von Pause umschalten. Aber hey, wenn es funktioniert, why not? Wenn wir dagegen den zweiten Ofen deaktivieren können, gleich ist alles super. Also ich deaktiviere ihn jetzt hier und deaktiviere die zwei Zugänge schon mal. Dann können die nur noch ihre letzten Platten machen und sind dann auch schon adieu. Jetzt haben wir genug. Perfekt, dann läuft nicht der jetzt auch los. Dann sagt mal adieu zu ihm. Dann wird er nicht auch abgerissen.
Ja, sie einen Doppelklick gemacht. So. Jetzt können wir nicht gleich sogar schon die nächste Anlage hinbauen. Das ist halt noch viel heftiger. Jetzt haben wir ja dieselbe Capacity erreicht, sozusagen, am Ende. Okay, ich tue mal hier ein neues hinsetzen, damit das hier schneller vorangeht. Und dann sollten wir durch die Produktion auch durchkommen. Schaut euch an, wie das Lager euch gerade, wie sich das Lager gerade füllt. Das passt eh super. Dann können wir die ganze Anlage hier auch abreißen anfangen. Weg damit. Mit dem ganzen alten Zeug hier. Die Produktion läuft hier nur noch auf Vollmaßen. Vorteil ist, wenn die Lager voll sind, können wir die Kabel dazwischen abreißen und uns ein großes Lager einsetzen. Was dann auch den Abtransport nach da drüben übernimmt. Jetzt haben wir schon wieder 22 Arbeiter. Wir werden die Flüchtlinge wieder deaktivieren. Perfekt, jetzt können wir den Rest hier auch abreißen. Hat das Lager noch was? Nee, das Lager ist auch schon leer. So, aber das schaut doch soweit eigentlich ganz gut sogar aus. So weit, so gut, wie man so schön sagt. Und jetzt hat, kann ich von hier bis hier alles abreißen auf einen Schlag. Das wollte ich mit Schnellverfahren. Rechts Bild erwischt, schnell entfernen. Dann machen wir U-förmiges Förderband. Jetzt ist gerade die Kohle zum Beispiel auch im Weg. So. Ja, jetzt wird sich hier wieder einiges verändern gerade. So schnell werden sie mich schon nicht umbringen, denke ich mal. Perfekt. Dich filmen wir jetzt hier geradeaus weiter. Warte mal, jetzt gehen wir schon in die Vogelperspektive. Schnell liefern und dich auch schnell liefern. Dann kann es abtransportiert werden und hier müssen wir jetzt nochmal kurz unten reingreifen. Weil das ziemlich beschissen ist. Ist das ein flaches Förderband Stufe 2? Nope, das tun wir nochmal aufbessern, du. Jetzt ernsthaft eins vergessen. Oh, das war dumm. Nein. Ah. No, das war nicht der Plan.
wollte eigentlich nur hier einen Anschluss reinsetzen. Halleluja. Damit wir einfach wieder Anschluss haben und das ganze Zeug abtransportiert werden kann. Und dann setzen wir hier das U-förmige Förderband hier hin. Setzen das da dran und dann reißen wir den anderen Teil ab. Weil es einfach besser ist, wenn die kürzesten Wege genommen werden. So. Aber die Lager werden langsam voll. Holy shit, okay. Wir bauen jetzt aber trotzdem noch ein drittes, weil wir hatten schon die Phasen, wo wir viel zu wenig hatten. Und das ist nie schlecht, ein drittes noch zu haben. Genau. Ein bisschen U-förmiges Förderband. Dann, ich glaube, hier müssen wir dran gehen. Genau. Und hier unten noch. Perfekt. Und da lassen wir jetzt schon mal die Kabel weg, weil wir noch nicht so ganz wissen, wo das alles jetzt gleich herkommt. Ja, schau, hier fehlt noch ein U-förmiges Förderband, was von hier nach hier geht. Müssen wir jetzt mal schnell liefern, schnell machen. Ach, schick. Vor allem, wie viel mittlerweile von den anderen Trucks rumfahren? Wie viel haben wir jetzt mittlerweile? 49 zu 38. Schicke Sache. Aber der große kann auch nicht geupgradet werden, weil wahrscheinlich Stahl noch nicht drin ist, ne? Er weiß nicht, wohin damit. Das ist ungut. Ja, er müsste gleich dann die Info bekommen. Hey, du kannst upgraden gehen. Wir graben hier gerade an der Oberfläche vom Kupfer nur. Das ist natürlich wieder so eine Sache. Holy shit. Ja, er fährt jetzt upgraden. Nice. Kann es sein, dass in letzter Zeit unsere Versorgung sinkt an Treibstoff? Nein, das muss ich jetzt bei allen schnell machen. Dass der gar nicht auf die Idee kommt, das zu machen. Deswegen. Wie schaut es mit unserem Treibstoff aus? Sind wir da stabil oder Menge? Ah, wir gehen schon wieder stetig runter. Wir müssen bald eine zweite Anlage aufsetzen noch. Ah, schau, jetzt sind die zwei Großen dabei. Jetzt geht's ab. Und die müssten es eigentlich nur bis hier hochliefern, glaube ich, ne? Zum Entleeren. Finde ich aber super. Der Kollege fährt jetzt hoffentlich nach vorne, oder? Er fährt jetzt da vorne an die Baustelle. Dann können wir nicht bald hier alles umsetzen und alles umbauen. Er hat die Upgrades für hier bekommen. Sehr, sehr schön. Was wir aber auch machen werden, ist jetzt das hier abreißen. Hol mal die Sachen ab, bitte. Dankeschön. Müsste noch einer kommen, das Ganze abholen, dann können wir hier sagen, abmeinen, genau. Weil hier soll ja dann die neue Anlage hinkommen. Zur Verarbeitung.
Ich muss jetzt immer, ich passe jetzt aktuell ein bisschen auf, immer wie welche Ressourcen ausschauen. Jetzt hängt er, jetzt hat er einen Spazismus, wie es ausschaut. Aber interessant. Wir können dich schon mal zum größeren Wartungsraum machen, dann passt bei dir noch mehr durch. So schaut's aus. Oh ja, ja, schau jetzt, das war limitiert daran, was sie alles kriegen. Es schaut so aus, dass unser Wasser bald auch gen Ende geht. Aber es war irgendwie zu erwarten, ne? Was haben wir, Kleinlaster bemüht sich? Achso, weil wir kein Lager mehr haben. Ja, die Lager sind halt bumm voll. Willst du hin? An das Stahllager. Ach ja, da war was. So, aber wir werden jetzt die Verbindungen abreißen. Es war ja eigentlich nur ein temporäres Lager gedacht. Grundsätzlich von der Position her gar nicht schlecht. So hin. Und dann machen wir ein flaches Förderbandel. Und von da aus kommt dann später das von hier nach hier. Und von hier nach hier. Und du bist halt ein Multikulti-Ding. Du bindest dich einfach bei beiden hier so ein bisschen ein. Würde ich mal sagen. Und dann kommt hier ein flaches Förderband 2 raus. Verbindet sich mit hier. Das reißen wir auch noch ab. Dich depausieren. Effektive Eisenproduktion. So schaut das aus. In letzter Zeit verwenden wir sehr viel Sand. Wie viel Sand verwenden wir? Holy shit. Wo sind denn die Kollegen von ihm überhaupt? Achso, weil wir... Oh, weil wir nichts abbauen, so schaut's aus. Dann wieder hier ein bisschen reingraben. Hier ein bisschen zurückgraben. Und schauen, dass wir nichts aus Versehen wieder aufschütten anfangen. Das ist ja wieder so ein bisschen unvorteilhaft. Ja, ist erlaubt, ein Upgrade zu kriegen. Na, das ist flache Vorderwand, das neue. Gut. Perfekt. Das tun wir auch noch anschließen. Schauen wir, wie schnell sie das Ganze vollkriegen. Das kommt jetzt erst nur auf Pause. Dann können die das Lager befüllen anfangen. Für die ganzen Ressourcen. Tut dem Ganzen eh nicht schlecht. Das tut dem Ganzen eh nicht schlecht. Schaut, das Band ist die ganze Zeit eigentlich nur noch voll jetzt. Holy shit. Ist das hier Stufe 2? Ja, ist er schon. Ja, da geht schon ordentlich Ressourcen die ganze Zeit rein und raus. Hier sind die dann fertig verarbeitet.
Aber ansonsten schaut so eigentlich sehr gut aus sogar. Anlage steht. Ressourcen laufen gut durch. Wir haben die verbesserte Eisenproduktion jetzt. Jetzt laufen, aber wie es ausschaut, schaut echt aus, als ob Stück für Stück so ganz langsam unser Treibstoff leer wird. Steht der hier mit Broten rum und weiß nicht, was er mit den Broten machen soll. Ich glaube, es hackt. Wir müssen schauen, dass wir mehr auf Gemüse kommen, wie es ausschaut. Brot haben wir genug, aber der Rest fehlt. Dann tue ich bei... Ich habe halt Gemüse genau in die Mitte packt, ne? Dann mache ich das bei den beiden Feldern mal. Er ist ja wurscht. Bei dir nehme ich die Kartoffeln weg. Und bei dir nehme ich den Mais weg. Dann erhöhen wir mal die Gemüseproduktion noch so ein bisschen. Die Kollegen baggern sich hier hinten noch durch, wie blöd. Und hier sind wir bald mit der Fläche fertig und schauen, wie gut wir hier alles hinkriegen. Und wie das Ganze am Ende ausschauen wird. Aber Leute, ich würde sagen, das war's für diese Folge. Ich hoffe, es hat gefallen. Wenn ja, lasst unbedingt einen Daumen nach oben da. Abonniert, wenn ihr noch nicht habt. Und wir sehen uns beim nächsten Mal wieder, wo wir weiter Sachen upgraden werden. Und wahrscheinlich auch endlich die neue Anlage am Pier erstellen werden. Also, bis dann. Ciao.